und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Video. Ja, ich bin wieder da, ich bin die Kerstin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Licht ist heute leider sehr schlecht. Seit gestern schneit es bei uns wieder. Es sind jetzt nicht die riesen Schneemassen, aber dadurch hat halt der Himmel, die Sonne kommt nicht so richtig raus. Es ist dauerbedeckt und ja, wir haben jetzt auch noch relativ früh, es ist kurz vor 9. Ja, aber so ist es halt einfach. Ich glaube, es geht trotzdem und ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe euch einiges mitgebracht. Ich habe was Älteres rausgekruschtelt, an dem ich die letzten Tage gearbeitet habe. Ich habe neue Sachen angefangen, ich habe euch fertige Sachen, ich habe was Gehäkeltes heute dabei. Und das möchte ich euch jetzt einfach gerne mal zeigen. Und jetzt hört ihr den neuen Urvogel, schon lange, lange her. Ja, ich bin heute früh dran. Gut, dann warten wir den noch kurz ab. So, fertig. Also, ich habe euch im letzten Video gezeigt, dass ich Spendensocken angeschlagen habe. Ich habe ja eine große Tüte voll Spendensockenwolle bekommen, die speziell für die Charity Socks für die Nina bestimmt sind, weil die Wolle kam von ihr. Und dann verstricke ich die natürlich auch projektbezogen oder halt organisationsbezogen, sagen wir mal so. Ja, und zwar habe ich diese euch bis hier letztes Mal in die Kamera gehalten. Da habe ich mittlerweile beide fertig. So sieht der zweite aus. Die habe ich geschafft. Größe 42, 43. Ja, das war ja ein Experiment, oder was heißt nicht Experiment, da war ich ja selber ein bisschen neugierig, wie sich das verhält, denn die Sockenwolle ist keine normale Vierfach-Sockenwolle, sondern eine Dreifach-Sockenwolle von Opal. Ich kann es euch gerade mal zeigen, die Banderole. Und zwar der Frühlingsduft. Hat auch eine Lauflänge von 425 Meter, so sieht die Banderole aus, hier steht's. Aber ihr seht, es sind nur 75 Gramm gewesen. So, Frühlingsduft, dreifach Light von Opal, Pullover und Sockenwolle, mit der Farbe, mit dem Namen Hummelflug. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die noch kaufen kann, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, war eine Spendenwolle. So, und das ist übrig. Ich habe mich nicht ganz getraut abzuwickeln, damit beide Socken gleich werden, weil es ja nur 75 Gramm waren. Ja, es hat gleich viel Lauflänge wie ein vierfach 100 Gramm Boppel oder Knäuel. Ich war mir dann aber trotzdem nicht sicher, weil ich habe ja mehr Maschen auf den Nadeln gehabt. Also ich habe ja 18 Maschen pro Nadel gehabt. Und durch das Muster war ich mir nicht ganz sicher, ob mir das reicht. Und dann, ja, also ihr seht, die erste Socke, die ich gestrickt habe, die hat hier mit dem Grün angefangen. Das heißt, ich hätte dieses ganze Stück abwickeln müssen, weil ich hier unten, also mit dem hätte ich eigentlich beginnen müssen. Das heißt, ich habe einen ganzen Farbrapport, hätte ich abwickeln müssen. Und das war mir dann doch zu heikel. Und dann dachte ich, ach komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ist ja nicht jeder so wie ich, wo gerne zwei gleiche Socken hat. Ja, und so wahnsinnig verschieden sind sie jetzt eigentlich gar nicht geworden. Also so hat sich es jetzt verschoben. Aber es geht. Also man sieht auf jeden Fall, dass sie zusammengehören. Genau, die habe ich mit 2,25er Nadeln gestrickt. Auch mit dünneren Nadeln. Das hat super funktioniert. So, und jetzt zeige ich euch das Muster nochmal schöner. Das ist ein kostenloses Muster. So, ich mache das gerade mal hier auf das Sockenbrett andersrum drauf. So, ja, so sieht man es schön. Das hat die Sandra von Sandras Lieblingszeug designt, und zwar in Kooperation mit Gründel. Das heißt, dieses Muster ist kostenlos, bekommt ihr aber nicht bei der Sandra im Shop oder auf ihrer Homepage, sondern bei gründel.de, bei der Wollfirma Gründel. Die haben kostenlose Anleitung und da könnt ihr euch mal durchklicken. Also da kann man auch eingeben, was man gerne stricken möchte. Die haben da so Unterkategorien mit Pullover, Accessoires, Socken, Winterbekleidung und so weiter und so fort. Und da gibt es diese Anleitung kostenlos als Download. Also da, ja, und die ist, also das sieht sehr kompliziert aus, ist es überhaupt nicht. Ihr habt es nach zwei Rapporten habt ihr das auswendig im Kopf. Das ist ganz logisch aufgebaut, dieses Muster. Und es macht wirklich sehr viel Spaß zu stricken und es geht auch, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich Sockenmuster stricke, Mustersocken, so, da
dann stricken die sich fast wie von selbst. Ich weiß nicht, liegt es dran, weil man immer wieder darauf wartet, dass der Rapport zu Ende ist und wieder eine neue Rapport startet oder der nächste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die sehr schnell fertig. Da, wo der Marker hängt, war ich letzte Woche oder im letzten Video bei der ersten Socke und die zweite. Wie gesagt, auch fertig. Ja, das ist fertiges Projekt Nummer 1. Die landen jetzt in der Spendenkiste. Und wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen was übrig und ich denke, da werde ich noch ein paar Kindersocken stricken. Die möchte ich ungern kombinieren mit einer Vierfachwolle. Wobei, ich glaube, wenn ich jetzt Gummisocken oder so stricken würde, dann würde das auch nicht, ich weiß es nicht. Aber für ein paar Babysocken oder Kleinkindersocken reicht es auf jeden Fall noch. Ja, da stecken jetzt die Banderole auch wieder rein. Das versuche ich ja immer, dass die nicht verschwinden, deshalb wurschtel ich die dann auch immer so eng zusammen und stopfe die dann da rein. Gut, so, dann habe ich aber nochmal Spendensocken angefangen. Also die Nina, die hat mir sehr schöne Wolle zusammengestellt und geschickt. Und die nächsten Socken, die ich auf den Nadeln habe, stricke ich mit einer Regia-Wolle. Und zwar mit dieser hier. Ich bin im Moment so ein bisschen im Wickelfieber, wie ihr sehen könnt. Ich wickel gerade alles, was ich anstricke oder auch so. Ich bin irgendwie, ja, macht mir gerade total Spaß. Also wenn ihr einen Wickelservice braucht, meldet euch, ich wickel eure Stränge alle. Nein, Quatsch. Bloß nicht. Ja, das ist diese hier. Die Regia, eine Vorplei von Schachenmeier. In diesem schönen, melierenden Pink, Rosé. Traube. Ja, wenn, dann rote Traube. So, der Hund geht raus, die Tür knarzt. Ja, ich habe die Tür ein bisschen offen, die Balkontür, weil wir haben den Holzofen heute schon angemacht, heute Morgen. Und da war es mir jetzt ein bisschen warm. Gut, so, also das war die Wolle. Die Socke, die ich mir rausgesucht habe, sieht so aus. Die habe ich in einer Facebook-Gruppe gesehen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, es war sogar die Tatort-Socken-Gruppe oder die Tatort-Stricker-Gruppe. Und die fand ich so schön mit diesem Blattmuster hier. Und die Dame hat auch runtergeschrieben, wie sie heißen. Und dann habe ich mal geguckt, das ist eine kostenlose Anleitung. Und zwar sind das die, ich habe extra mein Handy da, damit ich es euch sagen kann, die Woodland Walk Socken von, da muss ich jetzt wirklich nachschauen, Olivia Villarreal oder so ähnlich. Ja, ich verlinke euch das unterm Video. Die sind wunderschön. Die finde ich richtig klasse, die Socken. Ich habe hier allerdings ein bisschen eine kleinere Größe gestrickt, weil sie werden mit 16 Maschen pro Nadel gestrickt. Und diese Nadel, also dieses Muster läuft nur über diese eine Nadel. Ihr seht, es wird mit Abnahmen und Zunahmen ganz viel gearbeitet. Aber zwischendrin werden mal so viele Abnahmen gemacht, dass da nur noch 13 oder sogar nur 12 Maschen auf den Nadeln sind. Und dann hatte ich so ein bisschen Bedenken, je größer ich die Socke stricke, umso vielleicht besteht dann auch eher die Gefahr, dass sie derjenigen, die sie bekommt, nicht passen können. Deshalb bin ich jetzt hier einfach auf eine kleinere Größe. Also sie sind, es ist eigentlich eher eine 38-40. Ich habe nur kein Sockenbrett in 39-40, nur eben 38-39 oder dann 40-41 und da wollte ich es jetzt nicht drauf quetschen, weil dafür sind sie zu klein. Ja, die Woodland Walk Socken. Ein wunderschönes Blattmuster. Das allerdings habe ich nicht geschafft in meinen Kopf zu bekommen. Da habe ich wirklich bis zum Ende den Chart gebraucht. Man wusste zwar so ungefähr, wann die Umschläge kommen oder wann auch die Abnahmen kommen, aber ja, ich war mir dann doch immer unsicher. Aber das ist ja kein Problem. Das ist eine Seite. Entweder man druckt die sich aus. Jetzt habe ich hier irgendwie ein einzelnes Haar. Oder ich habe jetzt zum Beispiel mein Handy neben mir liegen gehabt und habe dann halt da immer geguckt. Der ist auch nicht riesengroß, der Chart. So, das ist ein Chart, diese zwei Blätter und so weiter und so fort. Ja, ich habe hier einen Marker drin, damit habe ich mir markiert, an welcher Stelle ich mit der Ferse begonnen habe. Dass ich hier den Schaft wollte ich nicht allzu lang stricken, weil eigentlich wäre der Chart oder der Mustersatz bis hier gegangen, habe dann aber ab der Hälfte entschieden, nee, jetzt stricke ich die Ferse ein, sonst wird mir das zu lang. Ja, genau. Bündchen habe ich hier eins rechts verschränkt, eins links gestrickt. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Das ist auch in der Anleitung so vorgesehen.
Ich habe allerdings meine verstärkte Ferse gestrickt mit den abgehobenen Maschen an der gleichen Stelle. In der Anleitung ist es versetzt, dann kommt ja dieses, dieses versetzte Muster halt. Ja, und meine Bändchenspitze. Genau, das ist jetzt Socke Nummer 1 in Größe 39-40. Und die zweite Socke habe ich angefangen, bin im Mitten des ersten Mustersatzes. Ja, da kann ich euch leider nicht so viel zeigen. So sieht es aus. Ja, und ihr seht hier, über diese eine Nadel wird das Muster gestrickt. Also hier sieht man schon den Anfang vom ersten Blatt. Die stricke ich mit 2,5 Nadeln mit den Knit Pro Smart Sticks. Ja. Die ja irgendwie so gar nicht meine Nadeln waren und jetzt stricke ich so gerne damit. So ändern sich halt die Sachen. Gell? Wobei bei mir ist das ja eh, also ich bin ja jemand, ich stricke dann wochenlang nur mit Nadelspiel und dann wieder wochenlang nur mit Magic Loop. Also bei mir ändert sich das bald, naja täglich nicht, aber wöchentlich. Genau, gut, dann geht es da weiter. Wolle habe ich euch gezeigt. Ja, das sind diese Socken. So, und jetzt muss ich aber kurz die Tür zumachen. Da ist sie wieder. So, also wie gesagt, das sind die Woodland Walk Socken gewesen. Kostenlose Anleitungen auf Ravelry werde ich euch verlinken. Ja, Olivia Villarreal oder so ähnlich. Gut. So, und dann mussten mal wieder nach langer Zeit ein paar Gum-Gum-Socken auf die Nadeln. Das war, ich weiß gar nicht mehr, abends mal, wo ich irgendwie überhaupt keine Lust hatte auf alles, was ich so angeschlagen hatte, hatte ich irgendwie keine Lust. Und da dachte ich, ach komm, jetzt machst du einfach mal wieder Reste Gum-Gum-Socken. Ja, und dafür habe ich mir wieder was zusammengestellt, was man so nie zusammen verstricken würde. Also das finde ich ja so das Spannende an Gum-Gum-Socken. Man nimmt Wolle, die eigentlich für einen selber optisch überhaupt nicht zusammenpasst. Und zwar die beiden. Also ihr seht, das obere Knäuel, das sind beides handgefärbte Garne, die ich gespendet bekommen habe. Das obere ist doch sehr knallig, also das hat, es ist in echt sogar noch knalliger. Also dieses Neongrün, das seht ihr jetzt leider gar nicht so schön in der Kamera. Das habe ich genommen und den habe ich vor längerer Zeit schon mal bekommen, in diesen lila-grünen Tönen. Ja, es ist eher grün. Genau, und habe gedacht, so, jetzt probierst du einfach mal. Von der knalligen habe ich knapp 40 Gramm, das sind nicht mehr ganz so viel. Jetzt die andere, das sind 100 Gramm. Dachte ich, ich stricke jetzt einfach Bündchen, Ferse und Spitze mit dieser Wolle, mache dann die Gum-Gum-Technik und stricke halt auch nicht ganz so große Socken, dass mir die Wolle halt reichen wird. Ja, aber ich denke, das ist kein Problem. Gut, so, und dann zeige ich euch, wie weit ich bin. Noch nicht so weit, und zwar so. Und was sehe ich? Ich finde, es passt halt wieder. Das ist so faszinierend, dass Wolle, die so im ersten Moment nicht zusammenpasst, dann nachher doch toll aussieht. Das sind absolute Frühlingssocken. Von den Farben, ich sage ja, das Neongrün ist leider in der Kamera nicht so knallig, wie es jetzt in echt ist. Aber das sind absolute Frühlingsfarben mit diesem Lila und diesem Grün und mit diesem Hellen. Krokusse, Tulpen, also Schneeglöckchen. Passt alles. Das sind meine Gum-Gum-Frühlingssocken, die ich angefangen habe. Die stricke ich jetzt wieder mit Magic Loop. Das mache ich allerdings auch, weil mir die Methode, wie ich diese Gum-Gum-Socken stricke, dadurch einfacher fällt. Also ich stricke ja immer mit der einen Farbe bis 2 oder 3 Maschen vor dem Farbwechsel, hebe diese 3 Maschen nur ab und dann kann ich automatisch mit der zweiten Farbe weiter stricken. Und so mache ich das über die ganze Runde hinweg. Also immer die ersten 3 Maschen abheben oder 2 oder 1, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und das fällt mir mit Gum-Gum tatsächlich leichter. Ja, genau. Diese 2 Knäuel, die ich toll finde. Also die Socken werden bestimmt richtig schön. Wie gesagt, 2 handgefärbte Garne. Ich kann euch nicht sagen, welche Qualität das ist. Es ist auf jeden Fall eine Sockenwolle, aber von welcher Firma oder welche Zusammenstellung. Ich habe keine Ahnung. Es sind beides schöne Garne. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Qualität von der Haptik her. Ja, wie immer mit 2,5. Ich werde einfach nur Stinos stricken. Hat denn von euch schon jemand mal Gum-Gums mit einem Muster gestrickt? Aber ich glaube, das ist Quatsch, gell?
Weil wenn man dann eh schon diesen Farbwechsel dauernd hat, dann kommt ja auch dieses Muster gar nicht raus. Also hat sich die Frage eigentlich von allein erledigt. Ja, die Gumgums, die stricke ich jetzt so nebenher. Das ist wirklich so, wo ich denke, ja, wenn ich keine Lust habe, dann, also keine Lust auf die anderen Sachen, dann, ja, stricke ich die. Genau. Gut, das war's an Sockigem für diese Folge. Ich habe ein bisschen an meinem Viola-Pullover weitergestrickt. Der ist hier in dieser schönen großen Projekttasche drin. Nicht allzu viel. Ich habe ihn mal anprobiert. Ja, kann ich euch ja ehrlich sagen, wie es ist. Ich fühle mich darin etwas, wie drücke ich das jetzt nett aus? Also ich bin ja keine allzu schlanke Frau, sagen wir mal so. Drücken wir es mal nett aus. Ja, ist so. Ja, habe ich akzeptiert, mein Gott. Jetzt habe ich den Pulli anprobiert und habe aber gemerkt, der trägt ganz schön auf. Also ich bekomme doch noch ein bisschen mehr Fülle dazu, wie ich eh schon habe. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, liegt es vielleicht auch an der Farbe? Es ist ja doch auch eine relativ helle Farbe. So, ich zeige euch aber jetzt erstmal, wie ich weitergemacht habe. Also das ist der Viola Pullover. Der ist von der Melanie Millinger. Melnitz oder ich glaube, sie hat, oder Melanie Nitz, ich glaube, sie hat ihren Namen auf Ravelry geändert. Früher war es Melnitz und jetzt heißt sie Melanie Nitz. Ich habe euch im letzten Video auch, Moment, muss ich kurz gucken, die Anleitung verlinkt, die gibt es auf, nein, ich habe sie euch nicht verlinkt, genau, da hatte ich nämlich das Problem, dass ich das irgendwie nicht verlinken konnte. Ich habe euch aber hingeschrieben, dass ihr diese Anleitung auf Crazy Patterns bekommt und die ist relativ günstig. Also da wirklich. Für den Aufwand, wie diese Anleitung geschrieben ist und was man da alles macht, Wahnsinn, ein Wahnsinnspreis. Also da gibt es manch Sockenanleitungen, wo ich denke, mein Gott, also hallo, 5 Euro für ein paar Socken, die so gestrickt sind? Naja, die kosten keine 5 Euro. Nur mal so am Rande erwähnt. So, also der Viola-Pulli ist ein schöner Pulli mit Zöpfen oder mit diesem Zopfmuster. Und dieses Zopfmuster zieht sich über das komplette Vorderteil runter und auch am Rücken. So, hier. Ja, diese zwei schönen Zöpfe, die sich hier so schön runterschlängeln an den Seiten. So, dann habe ich so. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh Mann, Leute. Ja, da habe ich einen Knäuelwechsel. Das sieht man dann auch immer noch. Ich war im letzten Video am Körper an der Stelle. Und ihr seht, es sind jetzt ja, so knapp 10 cm sind dazugekommen. Hier so. Naja, nicht ganz, vielleicht 8. Ja, und den strickt man eigentlich mit einer Taillierung. Wo keine ist, braucht man auch keine stricken. Also ich stricke das Ganze ohne Taillierung. Ja, zur Technik selber. Finde ich die ganz faszinierend. Also man strickt erstmal ein Teil, man macht einen provisorischen Anschlag und strickt dann erstmal ein Teil runter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hat man das auch gleich? Nee, hat man nicht. Erstmal das eine Teil. Hier habe ich meinen provisorischen Anschlag. Ich mache den immer mit, ich häkel den auf, weil mit diesen Doppelmaschen und ich glaube Judy's Magic Cast On heißt der. Ich weiß nicht, ich komme da nicht so klar. Oder andersrum, ich komme mit diesem Häkelanschlag super klar, sagen wir mal so. Und dann denke ich, warum soll ich den nicht nehmen, wenn ich damit so gut klarkomme? Ich weiß, einige haben Probleme. Ich hatte am Anfang auch Probleme mit diesem Häkel-provisorischen Anschlag, weil ich oft diese Häkelnaht nicht richtig aufgekriegt habe. Ich mache es jetzt einfach so, ich nehme auf jeden Fall die gleiche Stärke an Wolle, wenn ich sogar eher sogar ein bisschen. Naja, viel größer kann man nicht gehen, sonst passt es nachher nicht. Aber ich nehme eine sehr große Häkelnadel, dass das richtig schön locker ist, dass man dann hier die Maschen auch gut sieht und da richtig gut aufnehmen kann. Und vor allem eine gute Kontrastfarbe, damit man das auch richtig sieht, dass man nicht in die falsche Masche sticht, um die Masche wieder aufnehmen, ist auch wichtig. Ja, also, dann nimmt man aus dem Häkelrand
oder aus dem provisorischen Anschlag die Rückseite auf und stricke die auch runter. Und dann habe ich ja hier schon so ein halbes Ärmelchen dran, weil ich einfach wissen wollte, wie sich das verhält mit dieser Armkugel und so. Und deshalb ist jetzt auch hier an der Stelle mein provisorischer Anschlag noch drin, weil über diesen strickt man doch auch hier diesen Ärmel dann ein. Den habe ich jetzt noch drin, deshalb hängen da jetzt auch noch diese grünen Fäden. Ja, da ist der Ärmel. Da, an dem habe ich nichts weiter gestrickt. Der bleibt jetzt erstmal so. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Fülligkeitsproblem. Also, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man muss ja nicht, also man ist ja gern, man sieht ja gern noch dicker aus, wie man eigentlich schon ist. Das tue ich leider in diesem Teil. Nichtsdestotrotz gefällt er mir so gut, dass ich den unbedingt haben möchte. Das heißt, ich werde den fertig stricken. Vielleicht nicht in dem Tempo, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich mir vielleicht diesen Pulli in einer dunkleren Farbe nachfärben. Ich zeige euch noch die Wolle. Ich hoffe, dass das funktioniert. Vielleicht kann mir ja einer von euch, der Erfahrung hat mit Färben dieser Basis, und zwar ist das Baumwolle und Polyacryl. Ich glaube jetzt, dass es kein Problem ist. Ich habe zwar selber noch nie Baumwolle gefärbt, ich würde es auch tatsächlich nicht mit Wollfarbe färben, also diese typischen Säurefarben, die man zum Wollefärben nimmt. Ich würde tatsächlich diese Kleiderfärbemittel von Ciplicol oder so nehmen und mir die Wolle nachfärben oder dieses ganze Kleidungsstück nachher. Das ist die Wintercotton von Supergarne, ein sehr schönes Garn. Es wird so ein richtig schöner Flausch. Also kein Flausch in dem Sinn von Mohair oder Alpaka, also es hat keine Härchen, aber ja, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären kann. Es ist auf jeden Fall eine schöne Haptik. So könnt ihr, ja, ihr seht es jetzt sogar ein bisschen. Es hat echt so einen Flauschfaktor. Deshalb, ich möchte ihn sehr gerne haben und ich probiere jetzt einfach farblich etwas dran zu ändern, nachdem ich ihn fertig gestrickt habe, was ja auch noch eine Weile geht. Man könnte ja auch einfach abnehmen. Dann bräuchte man nicht so viel Wolle und nicht so viel stricken, aber brauche ich nichts dazu sagen, oder? Dann strickt man einfach Pullis und färben sie nachher um. Ja. Das ist jetzt auch nicht, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wäre das jetzt auch eine Wolle, die jetzt preislich sehr hoch gewesen wäre, würde ich das auch nicht machen. Aber die Supergarne Garne sind ja wirklich vom Preis her spitze. Also dieser Pulli kostet mich nachher an Material zwischen 20 und 30 Euro, wo ich sage, ja, können wir machen. Also wir probieren das jetzt einfach. Wenn das schief geht, dann habe ich halt einen grauen Pulli, den ich dann zu Hause im Garten oder so tragen werde. Und wenn nicht, wenn es klappt, auch gut. Ja, man muss ja auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Gut, also die Anleitung, wie gesagt, kostet nicht die Welt. Melanie Nitz, Melanie Mielinger auf Crazy Patterns. Ich stricke diesen Pullover mit Vierer. Jetzt bin ich überrascht. Ja, stimmt, das sind meine Vierernadeln. Seht ihr, ich habe den jetzt schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt. Jetzt gucke ich gerade hier nochmal. Ja, 4,0. Ja, stimmt. Da muss ich aufpassen. Da ist der Boppel zu Ende und jetzt will der mir aufgehen. Ja, stimmt. Ich musste ein bisschen runtergehen, damit das mit der Maschenprobe stimmt. Denn, muss ich gerade mal gucken, das sind 50 Gramm, haben 100 Meter. Wo steht denn das? Was denn? Was wollen die denn für eine Maschenprobe? 10x10? Hä? Haben die gar keine? Moment. Muss ich die Banderole mal kurz rausholen. Ja, bin ich denn jetzt? Da steht gar keine. Ach doch, 4 bis 5. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, Größe 4 bis 5er Nadeln sind vorgegeben. Ich habe die 4er genommen. Dadurch wird es auch relativ fest für mich. Aber ich mag das so. Dann fast wie so ein Teddybär. Also es ist echt, es ist ein tolles Garn. Also und deshalb möchte ich den auch jetzt erstmal fertig stricken. Ich glaube, mit einem anderen Garn hätte ich den schon gerüppelt und hätte es mit was anderem probiert. Aber die Wolle ist wirklich toll. Ja, mein Viola-Pullover.
da kommt ja auch dann nachher noch, also das sieht jetzt hier alles noch so ein bisschen flatterig aus, da hängen jetzt auch die Fäden noch und hier klappt sich das so um, da kommt nachher ein Stehkragen hin. Das ist ja auch ausschlaggebend gewesen, warum ich diesen Pulli so gerne hätte, weil mir das wirklich gut gefällt. Ja, heute habe ich kein Tuch dran, weil ich wollte, dass ihr meine Night Groove seht, den ich auch sehr gerne trage. Und das ist auch ein Garn von Super Garne. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da ein bisschen Fan geworden von. Ja. So, der kommt jetzt wieder in die Tasche. Stopfi, stopfi. Dann kann es da auch schön gemütlich weitergehen. So. Ja, bei dem Night Groove, ihr seht hier die Passe. Ich finde es einfach wunderschön und die Ärmel. Bei den Ärmeln hätten noch 2 cm dran können. Jetzt beim Tragen und ich habe den jetzt schon mehrere Tage angehabt. Also ja, beim Bewegen. Also so, ja, es hätten noch 2 cm dran können, weil sobald ich irgendwie so mache, seht ihr, dann rutscht so ein bisschen runter. Weil ich mag eigentlich gerne, wenn die Ärmel ein bisschen länger sind. Aber ich trage ihn unheimlich gern. Sehr, sehr schön. Gut, so, weiter geht's mit Oberteilen. Und zwar ist da, habe ich was Altes wieder rausgekruschtelt. Da unten hängt er. Und zwar ist da die Cindy dran schuld. Die Cindy von Masche für Masche. Sie hat auch einen kleinen Videopodcast. Ich habe sie mir angeschaut und dann hat sie erzählt, dass sie am 1. Januar einen Jorge Locatelli-Karl startet. Da habe ich mir von Anfang an, also das habe ich schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres habe ich das schon gesehen, dass sie das machen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, machst du da mit oder nicht? Hast schon lange nicht mehr in einem richtigen Karl mitgemacht? Naja gut, dann habe ich es wieder verworfen. Und letzte Woche hat es mich dann gepackt. Da dachte ich, komm, du hast noch deinen Longline-Cardigan von der Jorge Locatelli. Den hatte ich an der Nordsee angefangen. Könnt ihr euch erinnern? Das war, wir sind ja am 30. Oktober für eine Woche an die Nordsee gefahren in den Urlaub und habe da meinen Longline-Cardigan als Urlaubsprojekt angefangen. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so richtig, warum ich nicht weiter gestrickt habe. Hat mir die Wolle nicht mehr gefallen? Hat mir das Strickbild nicht gefallen? Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt tatsächlich die Folge anschauen, die ich nach dem Urlaub gedreht habe, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich das euch erklärt habe, warum ich den nicht weiter stricken will oder warum ich keinen Spaß mehr dran habe. Ich habe den auf jeden Fall Mitte letzter Woche habe ich dann die Tasche mal wieder rausgeholt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich die denn? Ach, auf dem Stuhl, ich bin ja auch doof. Und habe den rausgeholt und habe dann die Anleitung, die habe ich dann schon gar nicht mehr gefunden, die musste ich mir dann nochmal neu, also online oder halt im Handy hatte ich sie schon, aber halt ich wusste, ich hatte sie mir ausgedruckt, weil ich mir ja nicht klar war, wie das Internet an der Nordsee funktioniert oder ob ich überhaupt Internet habe und ja, keine Ahnung. Ich habe diese ausgedruckte Anleitung nicht mehr gefunden. Also ich hatte das Gefühl, dass ich das Projekt tatsächlich schon irgendwie total abgeschrieben hatte, weil wer schmeißt denn bitte die Anleitung weg von einem laufenden Projekt? Ja, keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Ich bin dann relativ schnell wieder an den Punkt gekommen, wo ich aufgehört habe und bin auch sehr schnell wieder in die Anleitung reingekommen und habe weiter gestrickt. Ja. Und so weit bin ich gekommen. Das wird mein Longline-Cardigan von der Jorge Locatelli. So, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wie ich euch das am besten zeigen kann, wie viel ich daran gestrickt habe. Also das ist, wie er schon heißt, ein Cardigan, der recht lang sein soll. Offen getragen, also er hat auch keine Taschen oder Knöpfe, sondern er hat hier vorne einfach diese Blende, die ich jetzt hier, ich mache die mal raus, nennt man das Schalkragen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Könnte sein. Ja, also der wird nachher so umgeschlagen oder das kann man auch hochstehend haben am Hals nachher. Und dann diese breite Blende, die ihr jetzt hier seht, die wird komplett bis unten durchgestrickt. Also damit hat man auch angefangen mit dieser Blende. Hinten auch mit einem provisorischen Anschlag. Da habe ich ein bisschen gemogelt, deshalb sieht man hier die Kante jetzt hier so ein bisschen und strickt erstmal in beide Seiten, auf beide Seiten rüber. Dann fängt man hier eine Schulternaht an und strickt aber gleichzeitig, zeige ich euch das auf der Seite, hier, also aus dieser Blende
wird die Schulternaht gestrickt und gleichzeitig strickt man aber weiter hier vorne die Blende runter. Ja, das ist ein 1 rechts, 1 links Muster, wie ihr sehen könnt. Und der Rest wird glatt rechts gestrickt. So, und also ja, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist, wenn das die Schulter ist, ist hier oben dann die Naht. Und dann werden hier Zunahmen gemacht, damit man auf die Breite kommt. Also ihr seht es jetzt schön, hier oben ist der Nacken und hier fallen dann links und rechts die Schultern ab. Dieser Marker ist vom letzten Mal. Den könnt ihr aber eigentlich vergessen. Erstens ist schon so ewig her, zweitens ist es so schwer zu erklären, weil diese Konstruktion schlecht zu erklären ist in diesem Stadium der Jacke. Also ja, ich mache den jetzt raus, der irritiert nur. So, also, und dann macht man hier Zunahmen links und rechts und strickt dann hier die Schulternaht. Wie gesagt, vorne die Blende weiter. Hier gruselt sich es bei mir jetzt so ein bisschen. Ich hoffe, das legt sich noch nach dem Waschen, weil man macht in Hin- und Rückreihen Zunahmen, damit man hier gleich recht schnell auf die gewünschte Maschenanzahl kommt. Ja. So, hier muss man dann dieses kleine Müstechen ab. Auffangen einfach. Das braucht man nachher am Ärmel wieder. So, wenn man dann an der Stelle angekommen ist, also hier, strickt man laut Anleitung die linke, nein, mit der rechten fängt man an, die rechte Blende, also das rechte Vorderstück. Ja. So. Also dieses Stück wird dann gestrickt. Also erst rechts, dann das Hinterteil und dann die linke Blende. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die beiden Blenden oder die beiden Vorderteile, nicht Blenden, gemeinsam gestrickt. Ich habe einfach ein Wollknäuel genommen. Genau, das war nämlich der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich wollte, es ist ja eine selbstgefärbte Wolle von mir und ihr habt sicherlich auch schon gesehen, ich habe nicht gefädet und man sieht den Unterschied, aber das wollte ich so. Das ist jetzt nicht aus reiner Faulheit, weil ich nicht fäden wollte, sondern ich wollte das so, dass man das sieht. Aber ich wollte, dass man es im Ganzen sieht. Also auf beiden Seiten und auch hier dann gleichzeitig. Deshalb habe ich gedacht, nee, ich stricke die Blenden mit der gleichen Wolle und habe dann die eine Seite mit dem Faden von außen genommen und die andere Seite habe ich mit dem Faden von innen des Knäuels gestrickt. Das hat sehr gut funktioniert. Also eigentlich so, wie wenn ihr zwei Socken gleichzeitig auf eine Rundstricknadel strickt. So müsst ihr euch das vorstellen. Das hat echt gut funktioniert. Ja, und dann habe ich gestrickt, man macht dann noch einige Zunahmen für die Ärmel. Also der Armausschnitt sieht jetzt riesengroß aus. Das soll aber so sein. Ja, also ihr seht, ich habe dann den Rücken habe ich auch gestrickt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, sieht man? Ja doch, da sieht man es auch ein bisschen. Also hier ungefähr war der Wechsel von den Knäulen. Aber das ist so gewollt. Also das ist für mich völlig in Ordnung. Genau, gut, genau. Und dann, ja, hier hat man Zunahmen gemacht und hier auch. Und dann hat man das Ganze verbunden. Wie gesagt, es sieht riesengroß aus. Aber jetzt ist das gleiche Prinzip wie bei meinem Viola-Pulli. Hier wird jetzt dann erstmal noch eine Armkugel eingestrickt. Also hier wird jetzt nicht einfach aufgenommen und der Arm gestrickt, sondern da kommt noch eine Schulterkugel dran. Und dann relativiert sich das auch wieder mit diesem riesengroßen Armloch. Und wenn nicht, muss ich halt einfach viele, viele schnelle Abnahmen machen. Nein, aber also Rochi Locatelli ist ja eine sehr bekannte Designerin, die tolle Designs macht. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Und ja, ich glaube, da ist selten mal eine Anleitung dabei, die dann nachher nicht so funktioniert oder dass es nachher nicht toll aussieht, wie sie das designt hat. Genau. Ja, mein Longline Cardigan, ich finde ihn wunderschön. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, denn die Färbung hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich wollte... Oh! Jetzt ist mir doch tatsächlich das Stativ umgekippt. Oh, jetzt werde ich ganz rot. Das lasse ich drin. Eigentlich wollte ich es rausschneiden. Nö, das lasse ich drin. So, den Longline wollte ich euch noch zeigen. Auf ihrem Anleitungsfoto hat sie nämlich genau in diesem Grauton. Oh, jetzt schält es nicht scharf. Ja, aber ihr seht es ungefähr.
Und so wollte ich es haben. Und es hat einigermaßen geklappt. Nicht ganz. Ich habe ja auch eine Tweedwolle. Also ihr seht, ihr habt ja auch diese bunten Böppelchen gesehen. Aber so vom Grundfarbton hat das gut funktioniert. Und ich finde, ich bin da echt stolz drauf, dass ich diese Färbung so hingekriegt habe. Wie ich das gemacht habe, fragt mich nicht. Also ich glaube, mein Gehirn ist darauf spezialisiert, dass Sachen, die nachher nicht mehr wichtig sind oder die nicht unbedingt super wichtig sind, einfach schon gleich komplett zu vergessen. Ja, so, hier hinten sieht man es auch sehr schön. Ja, ich habe jetzt natürlich die bunten Böppel drin, das passt aber zu mir. Ich bin ja eigentlich schon ein relativ bunter Vogel, sagen wir mal so. Ja, die Wolle, die ist von Zitron. Atelier Zitron, die Trekking Tweed. Hatte ich mir vor vielen, na, was heißt vor vielen, vor einigen Jahren hatte ich mir da schon mal Rohwolle gekauft. Und so sieht das aus. Ja, das Muster wird sich jetzt natürlich auch hier ein bisschen ändern, die Streifen. Ja, weil jetzt natürlich die Reihen sehr lang sind. Also ich habe jetzt hier echt einen Haufen Maschen auf den Nadeln. Da die Runden, die oder die Reihen, das sind ja keine Runden, die ziehen sich jetzt schon auch zeitlich. Aber das soll ja auch so sein, weil man diese schöne umklappbare Blende hier hat. Ach, ich finde den wunderschön. Ich finde den echt wunderschön und ich weiß nicht, warum ich den nicht weiter stricken wollte. Keine Ahnung. Ja, achso. Ich stricke, also ich habe jetzt im Moment hier irgendwie einen Haufen Nadeln drin. Was ist denn die Hauptnadel hier hinten? 3,75, soweit ich mich erinnere. Ja, mit 3,75er. Genau. Mein Longline Cardigan. Und den stricke ich nämlich jetzt in dem Jorge Locatelli Karl von der Cindy. Von Masche und Masche. Ja, so, jetzt hole ich aber gerade mal die Tasche. Die habe ich nicht in dieser schönen Tasche. Ja, ich habe jetzt 2 Knäule verbraucht. 200 Gramm Knäule und habe noch... Ne, stimmt nicht. Also ich habe hier noch einen Rest. Da komme ich schon noch ein paar Zentimeter weit. Also der ist jetzt, ja, ich schätze mal so 20 Gramm hat er bestimmt noch. Und ich habe jetzt noch 300 Gramm. Diese hier, die ich auch gefärbt habe. Ja, und die werde ich auch einfach anstricken. Also ich habe mir vorgenommen, ich will nicht faden, weil ich das einfach, ja, ich will das einfach mal so haben, wie es ist. Ohne irgendwie Mods rum zu faden. Genau. Ja, jetzt gucken wir mal. Also so optisch, klar, im Strickstück sieht man den Unterschied dann natürlich schon. Aber jetzt so kann ich gar nicht, ja, der ist vielleicht minimal heller. Vielleicht lasse ich den für die Ärmel. Weiß ich noch nicht. Ja, also an dem stricke ich jetzt wirklich sehr gerne wieder. Ja, der Longline Cardigan von der Jorge Locatelli. Kaufanleitung auf Ravelry. Gut, das war's an Gestricktem für die letzten 2 Wochen. Ich habe dann noch etwas gehäkelt, das habe ich euch ja am Anfang schon erzählt. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wir unsere Gästetoilette renovieren. Oder ja, wir sind in den letzten Zügen. Also sie ist eigentlich so gut wie fertig, aber ja, jetzt sind so ein paar Schönheitssachen, noch ein paar Fugen und so Sachen muss man jetzt noch machen. Und dann habe ich mir überlegt, dann hätte ich auch ganz gerne ein kleines gehäkeltes Vorhängle, ein kleiner Vorhang. Ich habe ja im ganzen Haus Häkelvorhänge, die ich vor vielen Jahren schon gemacht habe. Das habe ich eigentlich sogar eine Zeit lang richtig exzessiv betrieben, dieses Vorhängehäkeln. Also wir haben ein recht großes Haus und sehr viele Fenster. Und als wir neue Fenster einbauen lassen haben, da habe ich dann gehäkelt wie ein Weltmeister. Ja, außer für die Gästetoilette. Die war einfach immer noch so hässlich und das hat mich nie so richtig gereizt. Und jetzt, wo sie renoviert ist und schön aussieht, jetzt finde ich, gehört das dazu. Ja, dann habe ich mich hingesetzt. Also das ist Filethäkel nennt man das. Ich häkel das mit... Och, entschuldigt. Die Molly, die ist gerade wieder hier im Aufregemodus. Mit so einem Baumwollhäkelgarn. Jetzt ist hier tatsächlich dieses kleine Schildchen rausgefallen. Das war vorhin noch drin. Naja, egal. Ja, der Nachbar schräg gegenüber ist am Schneeschippen. Und das sind so Sachen, da muss sie einfach Alarm schlagen. Das ist sie nicht gewohnt, das kennt sie nicht.
Kleine Nudel. Naja. So, also, wir kommen zurück zum Häkelvorhang. Du hörst jetzt mal auf. Du kleine Nudel, da ist sie, die Freche. Die freche kleine Hexe. Ganz aufgeregt muss sie gucken, was da, was da draußen los ist. Wie sie sich aufregt. Guck mal da rein. Ja, die Hunde sehen das halt nicht, gell? Süßes Mäuschen. Ist halt trotzdem unser Prinzesschen, gell? Die kleinen Stinkemädels. So. Gell? Ja, brauchst gar nicht so gucken. So, jetzt dritter Versuch. Häkelvorhang mit diesem Baumwollhäkelgarn. Das habe ich mir vor langer Zeit mal bei Putinette bestellt. Das ist auch relativ günstig. Und das ist jetzt echt schade, dass dieses blöde Schildchen raus ist. Die ist merzerisiert und glasiert. Da könnte ich euch das zeigen. Und dadurch hat die so einen Glanz. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wahrscheinlich eher weniger. Doch, jetzt sieht man es. Die glänzt richtig schön. Sie ist recht hart beim Anfassen. Also, aber das ist ja bei so Häkel-Sachen nicht. Also, wenn es kein Kleidungsstück ist, ist es ja auch nicht so schlimm. Und das soll ja auch hart sein, weil es direkt an der Scheibe dran sein soll. Also, das nennt man Filet-Häkeln. Da gibt es unglaublich viele Anleitungen. Auf Pinterest habe ich gesehen. Viele kostenlose, sind auch viele kostenpflichtige dabei. Jetzt, ich habe sehr, sehr viele Heftchen, was das Bistro-Gardinen zum Beispiel. Habe ich jede Menge Hefte. Da habe ich auch mal einfach ganz viele geschenkt bekommen. Und da habe ich erstmal eine Weile studieren müssen, weil es darf nicht so groß sein, das Vorhängle, weil wir haben Sprossenfenster. Und ich wollte nicht, also unser Toilettenfenster ist recht breit, aber nicht so hoch. Und wir haben da eine Sprosse in der Mitte durch. Und ich wollte jetzt nicht, dass, oder haben wir sogar zwei? Müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall wollte ich eben nicht, dass dieser Vorhang über diese Sprosse drüber kommt. Ich wollte die wirklich nur entweder im oberen Bereich direkt am Anfang oder an der Mittelsprosse runterhängen lassen. Das weiß ich noch nicht, das sehe ich dann, wenn es fertig ist. Gut, dann habe ich geguckt, habe angefangen, das eine Muster, das war dann aber doch leider zu groß. Also das hing dann über die Sprosse runter, das hat mir nicht gefallen. So, und dann habe ich dieses hier mir rausgesucht. Einfach nur ganz schlicht Blümchen. Und habe da angefangen. Bin jetzt schon in der Mitte der dritten Blume. So könnt ihr es besser sehen. Und ich finde es einfach süß. Mir gefällt es unheimlich. Also ich bin ja eh jemand, ich mag sehr gern diesen Landhausstil. Also wir sind jetzt nicht komplett eingerichtet im Landhausstil, aber wir haben sehr viel Holz zum Beispiel. Also ganz ehrlich, meine Kinder sagen immer, hier ist altmodisch. Also bei uns glänzt nichts. Wir haben überall Naturholz, geöltes Holz. Wenn es nicht Holz ist, haben wir weiße Möbel. Aber auch eigentlich auch aus Holz. Nee, sind auch Holzmöbel. Also von dem her, und da passt es. Also ja, das ist so diese, wie auch viele in ihren Buffets so Häkelbordüren haben, so habe ich jetzt hier ein Vorhänglein. Bin ich am Häkeln. In der Filet-Häkeltechnik, das ist eigentlich nichts anderes wie, ich glaube, Doppelstäbchen und Luftmaschen. Und so ergibt sich dann das Muster. Also man hat hier diese Kästchen, die gefüllten Kästchen, da häkelt man einfach diese Doppelstäbchen rein und bei den durchsichtigen macht man zwei Luftmaschen, bevor man wieder das nächste Doppelstäbchen macht. Also das ist wirklich einfach und es sieht einfach nett aus. Ich finde das richtig süß. Ja, das häkle ich jetzt eben für unser Fenster in der Gästetoilette. So, ich werde dann nachher, das habe ich bei anderen Vorhängen auch gemacht, wenn der fertig ist. Also den muss, ja, jetzt stammel ich schon wieder rum. Eigentlich spannt man diese Art von Häkeltechnik und lässt sie dann trocknen. Ich bügel die einfach. Ich habe ein gutes Dampfbügeleisen. Da gebe ich ordentlich Dampf drauf und bügel das Ganze und dann brauche ich es nicht spannen. Weil sonst müsste man hier, dass die Spitzen hier alle nachher schön aussehen mit Stecknadelchen und so. Nö, die Arbeit mache ich mir nicht. Und zum Schluss mache ich hier eine Luftmaschenkette, die ich dann alle drei Reihen einmal durch das Häkelstück durchgehe und dann habe ich die Schlaufen, wo ich nachher dann die Vorhangstange durchziehen kann. Da nehme ich dann auch entweder eine Holzstange
Oder ja, so eine ganz normale weiße Gardinenstange. Das weiß ich noch nicht. Ja, und dieses süße Vorhängle häkel ich mit einer sehr dünnen Häkelnadel. Das ist eine 1,5er. Kann das sein? Omra? Imra? Es ist leider schon so verwaschen, weil ich mit der schon so viel gehäkelt habe. Also die ist wirklich sehr dünn. Ja, aber das braucht man auch bei dem feinen Garn. Genau. Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe nur noch MRA. Und das ist ja so eine Häkelnadel, die kann man so zusammen machen wie diese Auftrenner. Ist aber auch gar nicht so verkehrt bei diesen spitzen Häkelnadeln, weil, ja, aua. Gut. Wie gesagt, mein Vorhängle. Da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt richtig schön. Das sind dann so, also ich finde sowieso, wenn man was renoviert und man sieht, dass es vorangeht. Und also das Tollste war ja dann, als die Kloschüssel hing und wir konnten das wieder benutzen. Wobei ich muss sagen, das ging recht gut. Also wir sind ja 5 Leute hier. Und die Zeit lang, wo wir dann nur dieses eine Klo hatten, oben im oberen Stock, das ging aber. Ich dachte erst, oje, oje, da wird öfter mal Stau sein und an die Tür klopfen und beeil dich, mach mal schneller. Aber es ging relativ gut. Also unsere Körper haben sich dem abgesprochen, wann wer mal muss. Ja, gut. So, das war's. Das war an meinen handgearbeiteten Dingen die letzten 2 Wochen. Ich freue mich auf die nächsten 2 Wochen, in denen ich einfach weiter stricken kann. Heute ist ja der 1. Februar. Ich hatte ja mal, jetzt überlege ich gerade, das war Ende letzten Jahres, im letzten Video, glaube ich, vom letzten Jahr, hatte ich ja gesagt, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich gerne im kommenden Jahr, also jetzt in diesem, jeden Monat ein paar Colorwork-Socken stricken möchte. Diesen Plan habe ich wieder verworfen. Und zwar deshalb, weil sie mir tatsächlich zu warm sind. Also diese Zwergenaufstandsocken, die sind ganz toll und die ziehe ich auch sehr gerne an, weil die so schön eng anliegen. Aber ich habe unglaublich warme Füße in diesen Socken. Jetzt fängt die schon wieder an. Madame? Entschuldigt, wenn ihr euch jetzt erschrocken habt. Ja, ich war heute noch nicht spazieren mit den Hunden und man merkt, sie ist jetzt so ein bisschen, die bräuchte jetzt, die muss jetzt raus, die braucht jetzt, die muss ihre Energie abbauen, sagen wir mal so. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ach so, doch, bei den Colorwork-Socken. Ja, dass die mir zu warm sind. Also, das ist sehr schade. Aber andererseits ist halt so, ist nicht schlimm. Es gibt andere schöne Colorwork-Projekte, die man auch irgendwann mal stricken kann. Aber es ist jetzt Quatsch, wenn ich jetzt 12 Paar Socken dieses Jahr stricke, die mir eigentlich zu warm sind. Und ich kenne eigentlich niemand, der jetzt ständig kalte Füße hat, wo sagt, ja, strick die mir, weil ich friere sowieso immer. Deshalb habe ich diesen Plan wieder über den Haufen geworfen. Ja, gut, ansonsten, uns geht's gut. Der Filou ist auch wieder fit. Der hatte ja seine entzündete Lendenwirbelproblematik. Dem geht's wieder gut, der darf wieder frei übers Feld springen. Und ja, wir Menschen sind auch alle gesund. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Auch in den Schulen. Ich weiß, es sind viele Fälle bei uns auch, wie überall. Aber uns hat es jetzt weder quarantänemäßig noch, dass wir uns infiziert haben. Aber ich denke ganz ehrlich, über kurz oder lang werden wir uns alle irgendwann mal anstecken. Egal, ob geimpft oder nicht. Spielt keine Rolle, wir werden es alle irgendwann kriegen. Deshalb sehe ich der ganzen Sache etwas entspannt entgegen. Ja, gut, diese Woche gibt es Zeugnisse. Schauen wir mal. Aber ja, also soweit ich weiß, weiß ich Bescheid. Also, ja. Gut, also dann werde ich jetzt nicht mehr viel hier rumreden. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Freue mich aufs nächste Mal. Und dann schauen wir mal, wie weit ich mit allem gekommen bin und was ich Neues habe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss!